Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge zur WM 2019 der Frauen. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Wir sind wieder im Torwart- bzw. Torhüterin-Modus. Wir spielen die Torhüterin ich bin krass. Einmal von Südafrika und ich mache das Ganze von Deutschland. So übernehmen wir das Ganze, spielen das dritte Gruppenphasenspiel der Deutschen. Und natürlich auch so, wenn sie dann weiterkommen, eigentlich sind sogar schon sicher weiter. Weiß noch nicht gegen wen. Weiß noch nicht gegen wen, weil sie könnten gegen den dritten der Gruppe A, C oder D reinkommen. Das ist total kompliziert und wir haben auch das Gefühl, ich kann so gefühlt, eigentlich alle Mannschaften, die schon an der WM teilnehmen, kommen auch weiter. Also die Gruppenphase ist eigentlich komplett für den Arsch. Es ist schwerer, nicht weiterzukommen, als weiterzukommen. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Nichtsdestotrotz natürlich eine tolle, super Leistung. Bei mir vorbei. Jetzt macht er auf Pause. Das ist doch wieder sein Cheat. Ja, jetzt wird hier wieder gescheatet wie ein Footballmanager. Ah! Und da könnt ihr gleich wieder alle in die Kommentare schreiben. Man sieht so, ja, dass ihr hackt. Ihr... Bitte in die Kommentare. Und dann bei mir auf Pause. Oh, jawohl! Oh, Mann! Yes! Das kann nicht sein, ey. Leute, wir haben übrigens das erste Gruppenphasenspiel sogar vom Kanal gemacht. Weil sich einige fragen, hey, bei Jan kam irgendwie nur Spanien und jetzt Südafrika. Ja. China war bei mir. Oh, jetzt. Ja. Ich bin schneller. Das ist wieder so riskant, was du hast. Er fliegt richtig um. Ja, er muss doch mal ein bisschen hier auch was machen, wenn es schon keine richtige Karriere ist. Bei Frauen kann man riskieren. Ja, eben. Männer WM ist dann schon besser. Und jetzt! Oh, ah ja, aber unfair. Wenn ich da sein muss, dann bin ich da. Es geht. Ja, ich suche eine gute Anspielstation. Ich suche eine gute. Ja. Jetzt mach ja nicht dieses Ganze nicht ins Lächerliche. Wir machen das hier richtig ernst. Gibt's auch männliche Schiedsrichter? Also, halt Schiedsrichter bei der Frauen-WM. Ich meine, in der Bundesliga wird ja auch. Oh mein Gott! Yeah, hier wird schön geschieht. Man sieht so gut, dass ihr schietet. Boah, ey. So Alter. Schlecht gemacht. Ja, das ist einfach krass gehalten. Nee, ja, aber gibt's nicht. Es gibt keine männlichen Schiedsrichter bei der Frauen-WM. Gibt's, glaube ich, zumindest. Weibliche Schiedsrichterin, also. Bei der Männer-WM? Ja. Das ist ja so sexistisch. Anzeige ist raus. Alter, mir hat letztens ein Zuschauer bei Instagram irgendwelche Fotos von dir geschickt. Oh, Alter, was? Wie gut die einfach sind. Und wieder in die Ecke und nicht in die Mitte wie Jan. Was ist das für ein Hacker? Ah, ja. 2-1. Wo rennt die denn hin? Die wollt bestimmt zu mir. Ich habe Angst, Flanke. Oh! Gar keine Gefahr. Und jetzt nach vorne. Alter. Oh, ich hätte erst einen Meter später schießen dürfen. Ja, einfach das war besser noch, schießen. Nein, das war ein Befreiungsschlag dadurch noch. Vor der Hälfte warum waren die. Warum schießt die denn nicht? ist der doof. RIP. Absolut RIP. Oh! Und ich nutze es nicht aus, ja, weil ich so ein Ehrenmann du bin. Wenn du kaum machst, sonst hättest du Sex. Ja! Ich hab gedrückt und die springt nicht. 34 Minuten, es ist so leicht einfach. Das ist gar keine Herausforderung für mich. Junge, aber man muss auch dazu sagen. Das ist irgendwie so 8 zu 7 oder so. Man muss einfach. Nee. Du machst ja keine Tore. Alter, was das habe ich gar nicht gecheckt, der hat einfach nichts gemacht. Ja, das hat die bei meinem Gegentreffer, aber wobei, bin ich mir nicht mehr sicher. Dann warst du fast dran, offensichtlich. Ja, ich war fast dran, ja. Ja, aber ich... Aber man muss auch sagen, die deutschen Frauen sind einfach auch nicht schlecht. Die sind einfach auch nicht einfach... Stimmt besser als Kräuter führt. Was? Das ist doch auch gut für dich, dass, wenn das Video spannend ist. Ich weiß, weg damit. Du mieser Hund! Sag mal, hast du die Maya eigentlich nicht spielen lassen? Übrigens, der Fahrstuhl ist drin, call ich dir jetzt schon. Ich hab nichts mit der.
Ja, weil ich aus der Perspektive nicht halten kann. Ich weiß gar nicht. Boah, der wäre auch. Der wäre wirklich, wenn er nicht zu mir gekommen wäre, wäre der reingegangen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab genau auf dich geschossen, Saugut. Ja, hättest du nicht direkt auf mich geschossen, wäre der reingegangen. Ich konnte nichts machen. Kannst du mich bitte nochmal umhauen? Nein. Mach auch ernst. Klar, ja! Oh, die spielen so gut! Ja, oh. Wie kacke. Was für Bock. Ich habe richtig Lust auf das neue Formel 1 und auf Football Manager. Oh, und Deutschland 4:1. Das war wirklich unverdient. Unsere Nummer also 15 ist jetzt die ein bisschen hoch. Und das war jetzt wirklich. Also da habe ich jetzt wirklich probiert, ernst zu halten. Probiert die ganze Zeit ernst zu halten, aber. Ich glaube, um auch nochmal auf das Thema der echten Spiele zurückzukommen. Deutschland hat Kanal vorbei. Deutschland hat beide Spiele, beide ihrer ersten beiden Spiele 1-0 gewonnen. Ja, habe ich doch vorhin gesagt, hä? Ja, bestimmt rausgeschnitten. wenn, dann box ich dich. Du bist gar nicht mehr alleine so der. Oh ja. Oh. Da springe ich zur Show noch hin, aber sonst. Was wolltest du sagen? Dass du das quasi denen gar nicht mehr so alleine zutraust, dass sie da was machen. Mach ich auch nicht. Hallo! Hallo! Alter, ich konnte ihn nicht abwählen! Ich hab drauf gedrückt und der hat ihn einfach einen anderen angewählt. Ich war einfach die eine Frau, die nicht den Ball hatte. Was ist das denn? Die eine, wahrscheinlich gab's nur eine Frau, die gerade nicht den Ball hatte. Junge, den mache ich. Oh Gott! Ach komm! Ja! Jetzt den Ball fallen lassen nach vorne dann. Ja, genau so! Das macht mich glücklich. Dass Boah, ich Schuld gegen, dich gegen, wie heißt man denn eigentlich? Weiß ich nicht. Sasitre! Kann die tricks? Nein, kann sie nicht! Jo, was tust du? Ich wollte Tricks machen. Ja, super funktioniert. Ja, die kann keine Tricks, sie hat keinen Stern. Jetzt wird spannend. Sartier verliert den Ball. Nee, das darf man nicht. Das darf man nicht. Alter! Ich habe extra zu dir zurückgepasst und du sagst, das darf ich nicht. Ich weiß gar nicht, war das überhaupt bei dir? Könnte ja auch sein. Oder so. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt geht's nach vorne. Jetzt von hinten umgrätschen. Hau ihn um. Ach, Mann. Ich lass die KI verteilen. Und? Oh. Ah, Leute. Ich weiß schon, was wir gleich machen. Ja. Tor. Du hast gesagt 5-1. Ja, habe ich gesagt. Und deswegen werde ich jetzt auch jedes weitere Tor von Deutschland verhindern. Nee, ich verhindere alle. Verhinderst du? Ja. Ich sah, es geht 5-2 aus. Du sorgst dafür, dass er nicht reingeht? Da bin ja. Ich mir jetzt nicht so sicher. Na klar. Oh. Voll dafür gesorgt, Alter, ja. Alter, das war aber schon ziemlich close. Ja, aber ich habe ihn abgefälscht. Die Verlockung, sie ist so groß. Ah, na, ja. Kann ich jetzt Tor laufen? Was ist das denn? Hier werde ich auch noch gefoult im Strafraum. Genau, was für ein Foul. Die Schiedsrichterin ist so auf deiner Seite. Alter, ich werde so gefoult. Alter, du Drecksau. Oh, jetzt. Komm! Mach ihn! Ja, nein! Ihn oder sie! Ja! Abseits, das war so abseits! Ah! Ich hab's noch geschafft! Leute, Mike, mir müsst ihr glauben, nicht dem Jan! Der hält seine Versprechen nicht! Schneide ich raus! Der hält seine Versprechen nicht! Ja, das war eine Wette, kein Versprechen! Doch, das verhindere ich! Ja. Das ist für mich ein Versprechen. Nee. So Leute, jetzt gibt's bei mir Elfmeterschießen. Alles klar. Schaut bei mir vorbei. Geil, ja. Okay. Hab ich Bock drauf, auf jeden Fall. War vorbei. So. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Elfmeterschießen. War, wir haben es nicht. Deswegen schaltet da ein und deswegen ist es auch geil. Ja, mit Schau, uns Leute. Ist immer super. Tschüss. Ich glaube, das war das verrückteste Video, was ich für deinen Kanal jemals aufgenommen habe. Oh, ich muss kacken.
schneiden wir mit rein. Oh, war das ein anstrengender Tag. Boah. Hallo Mieke, ja der Mieke. Tschüss. Tschüss.